Moin Moin und willkommen zu Rayman Legends. Es Legends. ist total am Abend, ist aber egal. Wir begeben uns zur Folge der Finsternis und Folge der Finsternis, genau. Zur Wolke der Finsternis. Ja, da ja gehen ich wir war jetzt noch ein auch bisschen abgelenkt mit dem Handy. Ich muss ja den Timer starten. Verpiss dich. zur Wolke der Finsternis. Wow, lol. Hier geht mal wieder die Party. Ja, toll. Wow. Lol, erstmal fett gefailt. Teron ist wieder am Start und meine Wenigkeit. Okay, was ist... Ach, hier ist ja Boss-Time! Wir essen das Boss die ganze Time. Zeit. It's Boss-Time. Okay, ist das ein Schwarm Nein, Viecher? Das sind die komischen Scheiß... Ja, Schwarmviecher halt. Diese tollwütigen... Viecher. Schönen Viecher. Ja, die schön rote, Viecher. Die grüne Augen haben aber, wenn sie uns sehen, werden sie rot. Ist das eine Hand? Wie soll man die denn bekämpfen? Frage die mich auch in die Lava. Wow! What the fuck? Ja, genau, ich nehme. So, ich bin erstmal gestorben. Nein, du hättest runtergemusst. Ja, runter, das sagt mir auch keiner hier. Ah, scheiße! Und nicht schon wieder Wandlauf. Ich hasse Wandlauf, weil ich dann immer zu früh. Drückst ja. du eigentlich noch in eine Richtung? Ja. Nein, du musst es schaffen. Forest. Lol, die Fists auf. Hier bin ich, hier bin ich. Ja, auch das. Danke, ich bin wieder gestorben. Ich bin auch tot, ja. Ja, aber wir sind jetzt hier. Tot. Komm, komm, komm. Komm. Was, was das? War das denn jetzt, bitte? Lol, wir müssen auf. Okay. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ziehen wir hier ab? Ja, Massen-Selbstmord hier. Da. Alter Tod. Ich auch. Mach das. Das war der kürzeste Bosskampf, weil wir down failen. Ich stell. Ich bin schon wieder gestorben. LOL! Spring, lauf Forest und springe! Warum hast du das Herz nicht bekommen? Doch, hast du. Doch, hab ich. Du lässt doch bitte nach oben. Nein, 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 zur Seite, nach oben. Okay, alles klar. Sonst kriegst du schön aufs Maul. Ich bin. Warum falle ich immer in diese Schlucht rein? Was ist das? Weil du ein Schluchter bist. Scheiße. Ich. Scheiße! Nein! Alter, ich dachte. Ich hab Der das von Bosskampf ist eigentlich halt. So einfach, aber. Was machen wir denn? Wir machen Scheiße, was wir immer halt machen. Scheiße, okay, ducken ist keine Option. Danke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe eine gute Satz gefunden. Ja, ich bin hier gestorben. Spring! Nein! Fuck! Wieso? Keine Ahnung, ich hasse dich. Wir hatten ihn fast down eigentlich. Warum springe ich immer in diese Scheißlaut? Das gibt's nicht, ey! Ohne Scheiß, die hauen wir nach links dann. Ja, jetzt nicht mehr. Alter! Dieses Loch ist total scheiße das ist platziert. Ja, das ist scheiße platziert. Schon wieder! Was ist denn das für eine Scheiße? Übrigens, ich werde dir sehr verbunden, wenn du mal. Danke. Alter! Alter! Was? Nein, ich habe noch gelebt, ich habe es irgendwie hingekriegt. Alter, ich hasse dieses Loch, nein! Alter, ich war dort gehangen, ne? Ich hätte nichts machen müssen, danke. So, auf dich! Du fette Sau! Oh, scheiße, tot. Du auch tot. Ja, ja, tot. Scheiße, ich dachte, ich bin schneller. Ja. Komm, hier, hier, hier. Scheiße. Lol, ich hatte ja noch mein Leben. Schnell auf ihn! Scheiße. Würdest du mich zurückholen, bitte? Pass auf, die Schlucht des Scheißens. Scheißens? Nein. Es war nicht die Schlucht, die das Problem war. Es war die Hand des Handes. Jetzt. Ja, du kannst mich... Ja, genau. Hau mich Alter. Um die Lava. Oh, Scheißendreck, ey. Ey, wir werden es nicht mehr hinkriegen, ne? Der Boss ist eigentlich so einfach gestrickt. Ich hasse diese Scheißschlucht, ohne Mist. Da muss ich mich aber ein bisschen aufregen. Ja, ja, Mann. So, wir müssen jetzt unten bleiben. Solange so, geh auf. Ich gehe jetzt auf die andere Seite. Nein, Alter. Ich werde hier wahnsinnig durch dir nur. Was denn? Die macht eine Runde. Du gehst die, jetzt auf die rechte das Seite. Das bringt doch nichts. Die rennt immer hinterher, du Affenkind. Hau Affen. Jetzt hin. So rüber. Die rennt einen nicht hinterher. Die hat ihre Abfolge. Siehst du? Ja, und jetzt macht sie die andere Seite. Ja. Auf den Kopf. Jetzt gehe ich rüber. Und jetzt kommt sie wieder hierher. So, jetzt gehe ich wieder rüber.
Ach nee, jetzt geht sie darum. Los, los! Okay, da bin ich drauf gegangen. Hauen wir nach oben. Das ist nicht so schlimm, das ist nicht so schlimm. Ja, 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 Moment. Alter! Danke. Erstmal wieder rüber. Der Bosskampf ist eigentlich so einfach, es wird so einfach sein. Alter, wieder rennen. Ja, ich bin drauf gegangen. Nein, ich lebe noch! Ich hab mich geduckt! Jetzt duck dich! Das reicht! Jetzt reicht's, wenn du dich. Ja, jetzt komm, komm, komm her, komm her! Komm her, komm her! Alter! Hat die neue Power? Ja, 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 ja. Alter, die Hand ist böse. It's evil. Yeah, it's evil. Ohne Scheiß, der Bosskampf. So, hier hauen. So, dann gehen wir da lang. Dann springen wir da, schweben da und hauen hier schon mal auf die Keule, Heule. Und rüber gleich. Und wieder rüber. Siehst du, Ducken funktioniert. So. Ah! Ducken funktioniert hier. Wenn die ein bisschen verliert, dann funktioniert das mit dem Ducken. Jetzt haut sie gleich ab, glaube ich. Ja, 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 ja. Sehr gut. Da haben wir besiegt! Lol. Hat der überhaupt gar keine mehreren Phasen? Wenn wir den. Okay, vielleicht kommt sie wieder. Uah! Lol! Das ist doch scheiße, oder? Echte Scheißdreck. Bam. Das ist doch scheiße. Alter, ich lebe? Ja, du hattest ein Herz, glaube ich. Ach, ich habe ein Herz. Das ist doch scheiße. Ich bin schon wieder tot. Oh Mann, ich fail in der Aufnahme. Übel. Alter, scheiße. Ich dachte, ich wäre wieder down. Und einen haben wir dann noch. Nein, es gibt mehrere Phasen. Das war doch klar. Oh mein Gott. Pass auf. Jetzt, ja, schon wieder so eine Luftphase. Ich brauch Murphy, ich will Murphy. Alter, ist das ein Gesicht? Keine Ahnung, der teilt sich auf. Ich geh mal hier in die Mitte. Das müssen wir mal das Muster durchschauen. Nicht nach unten. Wenn du dich oben hältst, geht's einigermaßen. Alter Scheiße, ich hab mein Herz weg. Ja, aber jetzt bin ich tot. Passiert so. Wenn man, Lol, ich habe auch mein Herz weg. Aber das Ding ist auch fast weg. Ja, okay, okay, nächste weg. Phase. Gut. Phase 3. Jetzt muss hier irgendwo noch so ein. Alter, warum war da ein Schwein eigentlich? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Das ist unser neues. Lol. Links, links, links! Oh, ja, Lol, das sind Bumper. Die Schweine, die neuen. Ne, du musst hoch. Rennen, Wandlauf, springen. Runter. Ja, schwer zu erklären, ich weiß. Vor allem, wenn ich schon tot bin. Ja, mach du mal. Hol ihn dir, Tio. Ja, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ja, du kriegst das nicht hin. Lol! Naja, wäre so ungefähr richtig gewesen, nur falsch. Aua, ich bin tot. Ja, mal gucken, ob wir das irgendwie arrangieren können. Sagt naja, nichts. Komm, Alter, du machst so überhaupt nichts im Moment. Weil ich tot bin. Ja, schon tot. Wieder, was machst du denn? Tot sein. Na, das sehe ich nicht ein. Geht, nein, das sehe ich nicht ein. Ach, halt's Maul, ey. Jetzt bin ich tot. Affenkopf, Alter. Affenkopf, was kann ich denn dafür, wenn du zu blöd bist, am Leben zu bleiben? Affenkopf. Merkst du mir diese Spannung zwischen uns? Ich merke dir diese Spannung, er ist einfach nur Scheißendreck! Ja! Hm, alles klar! Du bist doch zum Kotzen, bist du! Du bist zum Reiern, bist du! Ja, hier, töt mich! Was machst du denn? Sterben ja, durch ich, hier! Ich tu automatisch nach oben gehen, du Affenkopf, Alter! Du kannst gar nichts einfach! Komm her jetzt! Ja, stimmt! Das war rein aus Protest, Junge! Hey, Protest, du kannst einfach nicht! Okay, oh, ich bin siehst. Oh, er ist ja gestorben. Ja, er kann ja nix. Schön, Alter, wir tun uns richtig schön wieder flame. Haha. Ach nee, jetzt ist er wieder da. Okay, ich bin wieder weg. Alter! Beim letzten! Kann das wahr sein? Kann das? Ja, das kann wahr sein. Ja, es ist gerade wahr geworden, ey. Ja, danke. Bitte. Das ist echt nett.
Scheiße, alle Millimeter. Links, links oder rechts, links und. Tot? Ja, selber schuld. Zu dumm zum Kacken. Was? Nein, sehe ich überhaupt nicht ein. Dieser scheiß Kleinling, ne? Wir müssen ihn finden. Also finden tun wir ihn ja schon. Sterben und verrecken. Komm, das ist mein neues Sprungpad. Ja, ich bin beim Sprungpad. Ja, hast du total gut hingekriegt. Ja, hast du total gut hingekriegt. Ich nehm's zurück. Ich bin begeistert. Gleich A gedrückt halten. Na, nicht so, du Affenkopf. Ohne Scheiß. Du bist doch zum Kotzen, bist du. Oh, Scheiße, ich bin dumm. Ja. Damit hast du ausnahmsweise die Wahrheit mal ausgesprochen. Okay, ich geh mal hoch. Nein! Schon wieder das letzte! Ich pack's ja nicht! Oh mein Gott. Werden wir es noch schaffen? Das sehen sie alles in der Fortsetzung von Fails jetzt. Mit Terron. Fails mit Terron? Das sind deine Fails, Mann! Unsere. Ah, eigentlich schon. Scheiße. Alter, du hast aber so einen Sprung drauf, oder? Also danach. Ja, ja, so Kreissägen-Modus. Sofort in die nächste gelegene Kreissäge. Nein, ich meine, komm, geh mal zum nächsten Ding. Du hast da auch so eine Schubkraft drauf. Alter. Alter. Tod und Verderbe. Alter, Scheißendreck, du hast es geschafft. Ich hasse dich. Noch nicht. LOL. Alter, wenn du jetzt mal auch still sein würdest? Wir haben so ein Problem. Du bist das Problem. Das nennt sich zwei böse Augen, zwei gelbe böse Augen umgeben von... Er lacht böse. Ja, und siehst du das links im Hintergrund? Ja, und ich bin gestorben. Alles klar, wunderbar. Yippie, ich freue mich. Ah, ich bin wieder da. Ich bin wieder gestorben, danke. Mal nach oben. Ja, super. Ein Mann frei. Besser geht's ja mal gar nicht. Also der kommt von links. Erstmal. Hoch. Hoffe ich mal, zumindest. Rechts ist ein Leben. Okay, können wir jetzt nicht mehr. Ja, geh mal lieber rüber. Ja. Komm her. Ey, voll die Supermusik, ey. Oh ja. Oh ja. Scheiße, bin ich drauf gegangen. Ich auch. Oh, scheiße, Alter. Dabei war er schon so gut angeschlagen. Okay, ballern, was das Zeug hält. Scheiße, bin ich drauf gegangen. Danke. Nach oben. Und war rüber. Und LOL. Tot, wo hat tot. Er mich noch erwischt? Das ist eine Hand. Und die Faust, die Alter, Faust ist mehr? Ja, ein bisschen mehr. Und rüber, lieber. LOL. Ah, der erwischt mich. Warte, hier bin ich. Da drüben sind. Du wirst drauf gehen! Rüber! Was? Scheiße, der mit der Kralle. Da hat er mich vorhin. Scheiß Kralle, ey. Hier habe ich die Kralle schon mal weg hier. Ja, ich bin hier drauf gegangen. Danke, Kollege. Ja, Fehler passieren immer wieder. Ich bin hier drauf gegangen. Alter! Der ey, ist, was ist denn das für ein Scheißdreck hier, das ey? Das ist aber ein schwieriger Boss, oder stehen wir uns nicht so kacke an? Beides. Lieber gleich rüber, bevor man die Kralle erstmal nicht weggemacht hat. Alter, ich bin tot durch Kralle. Ja, ich begehe jetzt erstmal zu. Ich gehe jetzt gleich rüber. Scheiße. Mich würde sehr freuen, wenn du mich nach oben. Okay, ich bin tot. Macht aber nichts. Danke. Wenn du immer überlebst, ich finde das gut. Das ist eine gute Taktik. Hol dir das Herz übrigens. Rüber. Ja, du hast wieder überlebt. Ich finde das echt eine gute Taktik. Das ist super. Nach oben. Ja! Geil! Woo! Die! Das war der Boss. Oder?
Ja, toll. Warum muss ich's ausprobieren? Warum muss ich's ausprobieren? Fliegende Schweine! Was hat das jetzt mit den Schweinen auf sich überhaupt? Siehst du das im Hintergrund? Ja, das Auge ist geil. Lol. What the fuck? Lol. Das sind lauter Looms rausgekommen. Ich will die haben. Scheiß auf den Typen. Ich will die Looms. Klar, Loom Party. Looms. Ich kann die nicht auch sammeln. Doch. Wie geil. Lol. Loom Fever, Loom Fever. It's a Loom Fever, Moment. Loom Fever. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Wollen wir auf 3 wieder? Ja. Nein. 1, 2, 3. Bam. Ja. Mit der Dual Power fliegt er doppelt so weit. In nur halber. Dual Push, Dual More. Ja, genau. In nur halber. Dual Zeit. In nur einer halben Zeit kommt doppelt so weit, ja? So einfach ist das. Was sagt das iOS-Update? Ist abgeschmiert, wa? Ja. Tja. Sind wir gut dran eigentlich. Dann gibt's den Level-Musik-Part nächstes Mal. Ja, wir können ja mal so ein Ding noch reinschieben. Der Planeten ist voll nebenbei gesagt. Naja, stimmt, der war die letzte. Nein. Das ist nicht mehr die letzte Welt, das laber ich. Vielleicht ist die letzte Welt Bonuswelt. Ah, oh, cool, die Credits. Was? Ja, die Credits. Ja, vielleicht ist es Bonuswelt. Es gibt ja noch die Remake-Levels und so weiter. Das sind. Ja, das sind schon. Label. Was? Och, ja! Ja, warum kommen die jetzt? Dann sollen sie nach Musiklevel kommen, meinetwegen. Aber doch nicht. Stimmt eigentlich auch. Ist auch ein bisschen blöd, oder? Ach komm, ich spring mal hier. Ja. Das ändert nichts. Nein. Ach, das ist doch nur. Nee. Die kriegen ja nicht, das ist nur so. Ja, also damit haben wir offiziell. Nicht gerechnet. Ja, auch das. Wir haben damit eigentlich Rayman Legends abgeschlossen. Naja, nicht wirklich. Storymäßig vielleicht. Aber wir haben ja gesagt, wir spielen zu 100% durch und wir machen. Erstens versuchen das zumindest. Erstens das und dann kommt noch die Bonuswelt. Remake-Welt. Und die Remake-Levels. Und wir versuchen uns an. Ja, wir versuchen uns außerdem an Challenges ein bisschen. Ach ja, genau. Also, da gibt's noch einige lustige Sachen. Ja. Kurze Unterbrechung gab's mal. Da gibt es einige lustige Sachen auf jeden Fall noch. Und, was machen wir? Doch, da kriegen wir Looms. Ja, ja, ich wollte es gerade sagen, wir kriegen Looms. What the? Sag ich dann. Wir kriegen noch ein paar Bonus-Looms. Vielleicht knacken wir langsam mal die 1000 hier. Im Level 1000. Das wird immer geil. Ich meine, wir haben jetzt schon fast 800. Ja, 800 haben wir schon geknackt hier. Heftig. Komm, wir zerstören alles. Da, 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 da. Komm, wir müssen uns mal entscheiden, ne? Einer von links, einer von rechts. Wir lassen hier nichts übrig. Nee. Ja, wie gesagt, aber es gibt ja noch so ein lustiges Spiel noch. Ja, Football. Oder? Ja, Kung genau. Fu? Ja, wir mussten ja teilweise schon mit Fußballen hantieren. Ja, Winzlinge retten und so weiter. Und deswegen. Da kommt 50 noch. Dann haben wir. Ich würde sagen, wir haben es. Oder? Nein, noch nicht. Ja, wo wir halt mit dem Fußball dann Winzlinge retten mussten. Ja. Das können wir ja auch Multiplayer spielen. Können wir mal Multiplayer Party machen? Ja, jetzt. Wir können mal gucken. Eine Person findet sich auf jeden Fall noch Bock hat mitzumachen. Ob wir noch eine vierte finden vielleicht, was ist jetzt nicht ausgeglichen, aber mal gucken. Das ach, irgendeinen können wir zwingen. Fakt ist, nach dem Zeug kommt jetzt erstmal noch diese anscheinend Bonuswelt. Und ja. Nee, Musiklevel erstmal. Dann die Bonuswelt. Das Musiklevel natürlich und dann Remake-Levels ja. Von Origins. Das sind nochmal 40, glaube ich, insgesamt. Keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ich glaube, es waren 120 reguläre Level und 40 nochmal Remake. Ach ja, und dann haben wir ja auch noch hier nicht nur das Musiklevel in der Welt noch, sondern auch noch Zeit-Challenge. Ja, die Zeit-Challenges. Das waren auch noch 2 Stück. Und dann, wenn das alles vorbei ist, dann machen wir nochmal ein paar Parts, wo wir die 100% wirklich komplett festmachen machen wollen, sozusagen. Ja? Mhm. Lol, Alter, was für ein. Looms, jetzt wird schon kleiner gesagt, wir hier alles abgreifen. Heftigst, ey. Ja gut, aber letztendlich, wir haben sämtliche Bösewicht-Brüder haben wir besiegt und deswegen
wird sterben, oder? Ja, ich versuch's. Nein, du bist runtergeguckt. wir haben sämtliche Bösewicht-Brüder zur Strecke gebracht und auf dem Planeten Satanus untergebracht. In so einem Altenheim. Loch. Ja, so kann man das sagen. Und wir können zufrieden sein fürs Erste. Jetzt bist du gestorben. Echt? Ich bin. Oh ja, ich bin gestorben jetzt. Also was wohl passiert, wenn ich jetzt auch sterbe? Die müssen wir, alles, wir müssen mal von vorne anfangen. Nee, auf jeden Fall so ungefähr der Plan. Ist ja noch einiges zu tun. Es gibt ja 40 Remake-Levels, dann diese Multiplayer-Party. 100% noch. Hier mal das Musiklevel noch in der letzten Welt. In der vorletzten. Es ist noch genug zu tun, also es hört noch lange nicht auf. Hier mit Rayman Legends und mit unserer. Ja, mit unserem Skill hier. Möchte gern Skill. Ja. Alter, sind das lange Credits, ne? Das ist ja fast wie Assassin's Creed. Kaum schaffen wir die 2000. Und auf einmal hören die Credits auf bei 1999. So. Moham. Raui. Nie. Dev Testers. Zerstört. Update. Zerstört. Test. Zerstört. Worldwide Director zerstört. Test Studio Manager. Der muss weg. Komm. Scheiße. Worldwide Quality irgendwas. Compliance. Oh, wir werden schon irgendwie fertig kriegen. Ja. Um ehrlich zu sein, wir könnten uns natürlich zulabern, warum Rayman Legends so toll ist, aber es ist ja noch gar nicht vorbei, wenn es weiterhin sind wir einfach. Mach mal ein Vorfazit einfach, was mir gerade einfällt. Ja, können wir gleich machen, aber ich wollte eigentlich nur sagen, wir sind damit beschäftigt, hier das zu tun, hier das ganze Zeug zu machen. Also viel interessanter als irgendwas zu erzählen. Quatsch. Also, wieso ihr euch Rayman Legends holen solltet, ist ein ganz einfacher Grund. Wegen zerstörbaren Credits. Allein deswegen lohnt sich das gesamte Spiel. Ich habe nur 99, es geht nicht weiter. Stimmt, dann hört es bei 1998 auf. Nein. Nee, also Rayman Legends, wir haben ja auch Rayman Origins schon gespielt. Nur leider nicht Let's Played wegen früherer Probleme, die wir zwar jetzt gelöst haben, aber... Ja, aber das kommt auch noch irgendwie. In der Zukunft, also wenn das hier fertig ist, mal gucken, wann wir es einschieben. Spielen wir es mal nochmal. Wir spielen das auf jeden Fall auch nochmal, den Vorgänger Rayman Origins. Auch wenn wir die Remake-Levels spielen, ja, wir spielen es. Ja, das ist ja irgendwo im Endeffekt gespoilert ein Stück weit, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Man weiß ja auch gar nicht, was verändert wurde. Das ist ja egal, auf jeden Fall ein Vorfazit zu dem Ganzen. Die Credits sind zerstörbar. Nee, also es ist einfach... Ein super Spiel, es war auch schon Rayman Origins, komm, wir fehlen noch ein paar. Ein super Koop-Spiel. Ja, also, das total Laune macht. Auch die Einfälle im Level-Design sind einfach genial. Also ich sag mal, zu Rayman Origins eine Steigerung zu finden war schon relativ schwer. Also in Rayman Origins wissen wir ja auch schon, Terren und ich, dass man seine Fähigkeiten nach und nach gewinnt, wie Wandlauf oder, was war's denn noch, Flug. Das hat man jetzt hier alles von vornherein. Eigentlich kriegt man ja keine wirklichen Fähigkeiten frei. In Origin schon. Nee, ich meine hier in Legend. Nee, ja, das war kein Vergleich. So, ich bin auch fertig. Weil hier kriegt man ja alles, hier hat man alles von Anfang an und es ist einfach... Aber man vermisst nichts. Ein super Koop-Spiel, also es macht... Wir zanken uns zwar, aber das ist ja nicht echt, das haben wir ja schon mal gesagt. Wer das glaubt, das stimmt alles gar nicht. Weil wir haben einfach nur so einen riesen Spaß an dem ganzen Spiel, weil es einfach... Es macht Spaß, es ist hier im Vergleich zu Rayman Origins hat das Ganze nochmal einen richtigen Sprung nach vorne gemacht in Sachen Winzlinge mal wieder, in Sachen Level-Design, hier Unterwasserwelt, ich weiß gar nicht, ob so... ich will nicht sterben. In Sachen Sonst müssen wir es nochmal machen. Level-Design, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß auch gar nicht, ob es... hey, Black Betty... Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob es auch eine Wasserwelt bei Origins gab. Wir waren ja nie so weit. Sehen wir dann alles. Auf jeden Fall, super Spiel. Also, das kann man mit jedem eigentlich spielen. Also, wer da nicht lacht und über seine Fails lacht,
dann passt irgendwas nicht. Psychiater und so, ihr wisst Bescheid. Fragt den einfach mal oder guckt einfach mal im Telefonbuch nach. Irgendwo wird sich schon ein passender Psychiater finden, der euch aufklärt, warum Rayman Legends trotzdem lustig ist und warum ihr es nicht lustig findet. Nee, keine Ahnung. Ist einfach lustig. Also. Wir haben es ja gleich am Release-Tag, wo es von Steam freigeschaltet wurde, angefangen zu spielen. Haben wir gleich die Leitung beansprucht und gesagt: Ziehen das Spiel? Ziehen, spielen, Spaß haben. Und genau, ziehen, spielen, Spaß haben. So war das. Und es ist einfach. Man kann gar nichts dazu weiter sagen. Es macht einen sprachlos. Es ist einfach nur geil. Es ist geil. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also mein Fazit ist eigentlich einfach, Rayman Legend ist simpel gehalten, mit viel Spielwitz, unglaubliche Abwechslung in der Landschaft und gerade zusammen, das macht einfach Spaß. Es macht einfach unglaublich Spaß. Fertig. Ich meine, allein ist bestimmt auch nicht schlecht, aber together ist es immer besser. Und vor allem, was ich auch sehr schön eingebracht finde, worauf wir jetzt gar nicht mehr so eingegangen sind, der Frank Sachi, der User Research Engineer. Nee, worauf wir gar nicht eingegangen sind, Murphy ist. Ja, das ist meine wirkliche Neuerung, Murphy. Murphy ist ja eigentlich, du weißt es ja, das erzählst du, weil ich weiß es ja auch nur von dir. Der war eigentlich für die Wii U gedacht, als besonderes Extra. Und ja, er wurde halt auch dafür. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Ja, das passiert. Ja, wurde halt auch für die anderen Versionen übernommen, weil man hat ja gemerkt, in manchen Levels, der ist einfach essentiell, der kann nicht weg. Lux rutscht auf den Arsch. Guck dir dann. Ja. Ich weiß nicht, wie bei der Wii U-Version ist, also wie man es da machen kann. Kann man das Touchpad benutzen und sagen, hey, geh dahin. Weil, so wie ich das gesehen habe? Ja, wir haben den Y-Knopf. Wir müssen ihn rechtzeitig drücken und dann macht der was. Ja, so wie ich das mitgekriegt habe, ist es bei der Wii U-Version ja so, dass in dem Level, also ist jetzt egal welchen Charakter man spielt, in dem Level erscheint dann auch Globox. Globox läuft das Level automatisch ab. Okay. Automatisch. Und per Touchpad gibt man Murphy immer die Befehle, zum Beispiel wie bei uns, hier dieses Stachelteil nach außen oder nach oben oder so weiter. Mhm. Ist halt natürlich auch schwer dann teilweise mit den versteckten Räumen. Weil man mit den versteckten Räumen dann Globox verständlich zu machen, ey, pass mal auf, geh mal da rein, wo wir einfach sagen, ja, ich drück den Stick nach links, wenn ich da unten bin. Ja, ist das schon gewisser Unterschied. Trotzdem, dass es auch teilweise richtig schwer war, also. Schwer im Sinne von, wir haben gefailt? Nee, wirklich schwer. Ja, ja, auch die Zeit-Challenges, das sind einige dabei, die sind einfach scheiße. Scheiße. Muss man so sagen. Wir wissen teilweise immer noch nicht, wo wir die Zeit gelassen haben. Aber wir haben gesagt, wir geben nicht auf. Aber wir widmen uns jetzt erstmal, wie gesagt, dem Musiklevel natürlich, den zwei Zeit-Challenges, die hier jetzt nur in der fünften Welt waren und so weiter. Ich habe es ja schon gesagt. Die Remake-Levels und. Nein, der letzten, der Bonuswelt erst noch und dann. Stimmt, die Bonuswelt, die haben wir jetzt auch fast vergessen. Ja, und ja. Dann kümmern wir uns mal um die. Totally 100 persons. Oh yeah. Und so weiter. Darum kümmern wir uns. Aber wir wissen jetzt auch gar nicht mehr, was wir großartig sagen sollen, weil die Credits sind so unglaublich lange. Oh ja, das stimmt. Die sind lange. So lange. Und wir können ja mal hier ein bisschen vorlesen. Der CMK, Junior Analyst, Nicholas Bashi, Romain Bingler, Paul Campana, Sebastian Lagnegres, keine Ahnung, Etienne. Etienne, komm mal auf das Thema Game One zu sprechen. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen fehl am Platz, aber wir sind Game One-Liebhaber. Welchen von den Game One Redakteuren magst du am liebsten? Nennt man das Redakteur? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon Redakteur. Wieso nicht? Also ich fand ja, weil Nils und Etienne kommen ja eigentlich von Giga, wo es damals noch Giga gab auf dem Fernsehen. Mhm. Ach ja, das waren Zeiten. Und ich finde, gut, ich meine, bei Game One, wie gesagt, ist total viel am Platz jetzt hier darüber zu reden, aber ist egal. Bei Game One ist einfach das Gesamtkonzept aus Nils, Etienne, Budi und Simon. Das passt einfach, ich feiere die Typen einfach nur so geil. Die sind doch geil, also da brauchst du mir nichts sagen. Game One-Typen sind einfach cool, also es sind wie Giga der Neuzeit. Oh ja.
Obwohl Giga, ich sehe ja Giga immer noch gerne auf YouTube-Channel. Sie sind zwar nicht wie der alte Sender, wobei ich aber was erwähnen muss, ich habe jetzt nur die alte Zeit gesehen, kurz bevor sie dich gemacht haben, ein paar Monate davor bin ich drauf gestoßen. War schon geil irgendwie. Und jedenfalls, ach, wie soll ich sagen? Ich fand den Sender geil. Mein Herz ist halber gebrochen, als sie gesagt haben, oh ja, wir müssen dicht machen. Aber selbst jetzt der heutige YouTube-Channel von Giga, sind schon lustig, die Typen. Also Tobi, Robin und so weiter. Robin ist ja eigentlich nicht mehr dabei, der ist ja freier Redakteur, sagt man so. Aber mir geht immer noch heutzutage das Lied von Tobi. Ach, wer war denn das? Robin und Anna. The wind is pushing me. Ach Gott, von Dragon's Dogma. Das geht mir nimmer aus dem Kopf. Danke, ihr zwei. Ich bedanke mich bei euch. Ich bin ja schon froh, dass es jetzt demnächst bei PlayStation Plus PlayStation Plus ist, da kann ich es mir holen. Kann ich den ganzen Tag anhören? Yeah, danke! Hast du. Ich hab dir doch die Ding gezeigt, die Folge von der Gamescom. Da haben die das doch auch gesungen auf der Bühne, war das nicht so? Ja, bei Gamescom auf der Bühne. Weil ich fand die geil. Weil gerade wo du es gesagt hast, ich dachte mir so, das kommt mir doch bekannt vor. Ja, wo war denn das? Ach ja, die Gamescom Edition, also der erste Teil auf der Gamescom von Game One. Das ist total schwer, wenn Game zweimal vorkommt. Die haben vor kurzem, auch mal vor ein paar Wochen, die besten Spiele-Soundtracks gemacht. Muss man reinhören, da ist das, glaube ich, auch dabei. Entweder da und in einer Bonusfolge. Okay. Ja, das singen die das, glaube ich, wen länger mal. Also, ich finde das total geil und das Lied ist eigentlich auch nicht schlecht. Jedenfalls haben sie mir so richtig Bock auf das Lied gemacht. Tja, so langsam gehen uns wirklich die Themen aus. Ja. Was, wenn ich Start drücke? Na, überspringen wir es auch nicht, oder? Mhm. Weiß nicht. Also Leute, worüber wollt ihr reden? Habt ihr einen Let's Play-Vorschlag? Ich höre so viele. Aha. Spätestens wir werden keine Barbie-Spiele spielen, tut mir leid. Das ist gegen unsere Richtlinie. Richtlinie? Seit wann haben wir Richtlinien? Ja, die kennt keiner. Nicht mal wir. Tja, jetzt wisst ihr es. Wir haben Richtlinien, die wir nicht mehr kennen. Das ist so. Mystisch. Mystisch? Wir sind ein mystischer Affenverein. Ja, wir sind ein mystischer Affenverein. Ihr habt es gehört. Ich wusste das bisher auch noch nicht. Jetzt wissen wir es. Der mystische Affenverein hier auf diesem Kanal. Der größte Affe ist, der wird das irgendwann sehen. Speedy Queen. Ja. Wenn ihr uns zustimmt, schreibt es in den Kommentaren. Speedico ist ein Affe, ist der Oberaffe. Ihr könnt es auch in Minecraft-Parts reinschreiben. Er schaut eh nicht nach, worüber wir dankbar sind. Denn da können wir ablästern. Er hat nicht mal das Video gesehen, wo ich ihn Kasten genannt habe. Das mag er ja gar nicht. Ja, ja. Also, weil er heißt ja, naja, ist ja egal. Also auf jeden Fall haben wir unseren Spaß. Und das ist noch alles lang nicht vorbei und da kommt noch viel mehr und ja, auf jeden Fall auch an Let's Plays kommt mehr. Ich habe mir schon meinen kleinen Spielevorrat da hinten liegt da zugeschüttet. Da ist zum Beispiel die Metal Gear Solid Legacy Collection. Gear Solid? Ja, ja. Ihr müsst Kingdom Hearts müsst entschuldigen, er ist Remix? So ein kleiner. Ja, gut, was? Sonst was? Kommen wieder Gerüchte. Was? Er hat hier eine leere Flasche Mezzomix neben sich stehen, also sprich doch flüssig. Der ist total auf Mezzomix. Was? Das ist die neue Designer-Droge. Wie bitte? Naja, auf jeden Fall, ich weiß nicht. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei. Wollen wir uns ausklinken? Rayman Legends. Wir wünschen euch noch viel Spaß bei Rayman Legends. Natürlich, sonst sage ich das doch nicht. Bei dem, was noch kommen wird, natürlich. Auf jeden Fall. Von Rayman Legends und alles, was auch nicht. Mit Rayman Legends. Nein, alles andere. Ohne Rayman Legends. Ich glaube, wir haben es geschafft. Von Rayman Legends. Wir haben es geschafft. Ich wollte mich gerade verabschieden, auf einmal sind die Credits zu Ende. Ja, toll. Das muss Schicksal sein. Lol. Ja, das Ding will mich verarschen, Alter. Oh, hey, wir haben die drei immerhin gefangen. Ja, gefangen. Ja, keine Ahnung. Pokeball. Hier, guck mal, ist ja voll die ein. Ist ja total schwer, jetzt 300, 100 hinzukriegen. Ja. Guck, wohin jetzt? 1998. Alter, ja, das ist ein Grund zum Tanzen. Hey. Muss man sagen. Journey to the Moon. Ja, aber nicht für uns. Ja, und das musste nochmal sein, ein Abschiedsklatscher. Ah, damit haben wir es geschafft. Das waren jetzt 30 Minuten, ne? Echt, 30 Minuten? Wir haben noch nicht mal die Hälfte, es waren 342. Scheiße. Wir haben jetzt hier 4 heimgesuchte Levels dann. Ja, wir haben. Hier sind 10.000 Lumens für ein Geschicht.
Fünf finstere... Du hast es geschafft. Du hast die fünf finsteren Kleinlinge besiegt. Die werden sich eine Weile nicht mehr blicken lassen. Naja, die sind auf dem Planeten Satan. Satanus. Hier sind 10.000 Loom... Satanus, okay, ist egal. Um den Sieg zu feiern. Bier wäre mir lieber. Die teuflische... Was? Der teuflische finstere Rayman ist plötzlich aufgetaucht und hat 6 Gemälde heimgesucht. Begib dich zurück in die bereits geretteten Welten, bekämpfe ihn in neuen heimgesuchten Gemälden und rette neue Kleinlinge. Ey, den vermögen wir nächstes Mal. Der hat auch die Augen wie dieses scheiß Viech von vorhin. Ja, okay. Also das nächste Mal seht ihr dann... Dragon Slayer! Drachentöter, ja. Und ich würde sagen, bis dahin, ne? Habt einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit. Viel Spaß noch. Mit dem Let's Play wird's weitergehen und... Wir werden von uns hören lassen. Auf Wiedersehen. Tschö. Tschö.